Willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zaubere ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Hallo, grüß euch. Heute machen wir ein Video von den Mini Yorkshire Terrier und ich bin zu Besuch bei einem Züchterkollegen. Da wuselt es gerade, der hat einen Haufen kleine Yorkies und einer ist schnuckeliger wie der andere. Kommt mal zu mir, Minis! Oh, moin! Die erwachsenen Yorkies da haben so circa 2-3 Kilo und das ist auch bei den Kleinen zum Erwarten und manchmal wird sogar einer kleiner als erwartet. Und natürlich, wie es in der Natur ist, kann auch mal einer ein paar Decker mehr kriegen. Aber ihr seht es, das sind wirklich kleine Hunde. Ja. Im Verhältnis schaut eine Welpe immer groß aus zu den Erwachsenen. Warum ist das so? Ganz einfach erklärt, der zwergwüchsige Hund wächst die ersten Monate oder Wochen sehr schnell und bleibt dann stehen. Meistens ist es so, dass so bei 6 Monaten in etwa eine fast fertige Größe erreicht haben und dann dann sie sich nur mehr erwachsen entwickeln, aber nicht mehr wirklich von der Größe oder vom Gewicht. Schauen wir mal, ob die Babys auch noch zu mir kommen. Baby, 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 Baby! Wo sind denn die kleinen Babys? Ja, kommt rein! Wenn man sich zum Beispiel die kleine Maus anschaut, hat Platz in meiner Hand, wirkt im Video immer größer, wie es in Natur ist, aber das ist ja fast wie ein besseres Handy mit Fussel und Bild. Und was auch typisch ist für die kleinen Yorkshire Terrier, die machen alle spitze Ohrli, haben einen eher quadratischen Körper, also sind nicht sehr lang. Und wenn es bei den Babyhunden die Ohrli noch gekippt sind, dann braucht es halt ein bisschen Zeit. Das ist auch bei den Schäferhunden so. Und auf einmal stellen sie es auf und dann bleiben sie stehen. So. Ja. Bei den größeren Yorkshire Terriern gibt es schon auch eine längere Form und auch ein Kippohr. Aber typisch ist eigentlich für die Yorkie spitze Ohrli. Und wenn ich natürlich als fremde Frau da komme, muss ich es ein bisschen füttern, sonst gehen sie nicht zu mir her. Weil mich kennen sie natürlich nicht. So, und jetzt versuchen wir die Kleinen einfach so zu filmen, wie es spülen im Garten. Da darf es ein bisschen suchen, die Großen. Suchen, 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 suchen. Ja, suchen, 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 suchen. Ja. Da haben die natürlich paradiesische Gegebenheiten, einen riesigen klassen Garten und da können sie den ganzen Tag umteufeln. Und groß und klein lebt im Rudelverbund und da werden sie natürlich gut sozialisiert. Solche Hunde, das ist wirklich mit Gold nicht aufzuwiegen. Und der kleine Yorkshire Terrier, der Welpe, der wirkt immer eher schwarz. Und die helle Farbe kommt mit der Zeit, mit der Haarlänge, weil jedes Tier ist ja in Entwicklung und ich erzähle das ja oft, dass der Welpe noch nicht so ausschaut wie der Rassehund, der fertige. Du machst ein Mandel, super, ein Stückchen. Komm mal, hui, hui. Der Yorkshire Terrier gehört zu den allergikerfreundlichen Hunderassen, weil er keine Haare verliert. Natürlich kann man Haare ausbürsten oder ausreißen und man muss wenig Pflege machen bei ihm, also hin und wieder kämmen und im Gesicht vielleicht ein bisschen ausschneiden. Nur Vorsicht, nicht zu kurz um die Augen, sonst stechen die Haare ins Auge. Er sollte so eine fesche Frisur haben, wie es die da haben. Die typischen Farben sind Black and Tan, so wie die Hündin, die zuerst das Mandel gemacht hat. Und die, was so eine silberne Farbe kriegt, nennt man dann Blue Tan.
Tatsächlich Goldstückchen machen. Super! Der Yorkshire Terrier ist einer von den beliebtesten Zwerghunden, weil er pfiffig ist und robust. Er ist zwar klein im Körper, aber hat wirklich ein großes Herz, ist wachsam, aber nicht lästig und ist ein gescheiter, gelehriger Hund. Da zeige ich jetzt nur mal die ganz putzigen kleinen Welpen und vielleicht mit ein bisschen Nahaufnahme, dass ihr es seht und dass ihr euch das vorstellen könnt. Also so putzig und bezaubernd ist ein kleiner Yorkshire Terrier, wenn man kriegt. Die sind ungefähr 10 Wochen alt und das ist das typische Abgabealter. 8 Wochen wäre ein bisschen früh für kleine Rassen, da warten wir meistens 10 Wochen, manchmal auch 12 Wochen, je nachdem, wie man es mit dem Züchter vereinbart. Und bei großen Hunderassen gibt man eigentlich mit 8 Wochen schon her. Da gibt es natürlich auch schon wieder neuen Nachwuchs. Das sind Welpen mit 4 Wochen und die sind natürlich atemberaubend bezaubernd. Aber mit 4 Wochen haben sie noch ein bisschen kürzere Haare. Ganz klar, weil eins kommt noch ein anderer. Die kleinen Welpen lernen natürlich von den erwachsenen Hunden, wie man richtig spielt und wo die Grenzen gesetzt werden. Und die großen Hunde lassen sich da von mir füttern und genießen den sommerlichen Tag mit mir in der Sonne. Und wenn es zu warm ist, brauchen Hunde natürlich einen Schatten und ein kaltes Wasser. Und bitte seid vorsichtig, im Sommer auf gar keinen Fall einen Hund im Auto lassen. Es ist zu heiß und jedes Jahr wieder hört man es, das geht nicht. Okay, dann war es das, unser kleiner Bericht vom Besuch beim Yorkshire Terrier Züchter. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Baba, tschüss. So, you're fine. Yeah.